habe jetzt mit vielen verschiedenen, natürlich verstauchten Knien gearbeitet und habe eine Anzahl von 62 dokumentierten Studien mittlerweile zusammen, wo ich eine vollständige, auch orthopädische Diagnose hatte mit einer vollständigen oder Teilruptur des vorderen Kreuzbandes nach MRT sozusagen. Diese Voruntersuchung, diese Dokumentation habe ich und habe dann von jedem der 62 Patienten bis auf drei Ausnahmen, dazu sage ich nachher was, nach 3 bis 6 Monaten eine Nachuntersuchung mit entsprechenden MRT-Bildern bzw. denselben orthopädischen Untersuchungen bzw. Diagnosen. Was letztendlich für mich in der Therapie nicht so entscheidend ist bei den Knien. Das ist jetzt nochmal als Dokumentation für euch oder für andere, um vielleicht mal eben eine größer angelegte Studie, so ist ein FDM, dass alle von diesen 62 Leuten Bewegungseinschränkungen haben, Schmerzen haben und Beschwerden haben und deswegen kommen sie zu mir. Bis 2 Wochen war eigentlich die erste Therapie, FDM-Therapie bei denen zumindest mal angesetzt. Bei allen Untersuchungen ist es so, das möchte ich nochmal gerade vorher sagen, alle Vor-MRT-Berichte und Nach-MRT-Berichte sind von denselben Ärzten, von denselben Kliniken erstellt worden. Ich habe jetzt von diesen 62 habe ich mal 3 rausgesucht von meinen Patienten, wo ich euch zeigen werde, sowohl die MRT-Untersuchung als auch ein kurzes Video von dem jeweiligen Patienten, wie er zur ersten Therapie zu mir gekommen ist und was aus ihm nach ein paar Tagen oder Wochen entsprechend geworden ist. Max, ein Fußballspieler, kommt mit folgendem Befund zu mir. Am 15.03.2017 hat folgende Diagnose erhalten. Vorderes Kreuzband, subtotale bis totale Ruptur. Zusätzlich zu den natürlich Rupturen kommen dann die ganzen häufig eben medialen, hier in dem Fall Beeinträchtigungen des medialen Kapselbandapparates. Dann in seinem Fall jetzt Innenmeniskus Hinterhorn, eine partielle Ruptur. Ja, also wir sehen zum Beispiel eine massive Bewegungseinschränkung und zeigt mir auf der medialen Seite. Was zeigt er mir? Trägerband, ja, wahrscheinlich in dem Fall. Und das war jetzt 10 Tage nach Trauma. Jetzt die einzelnen Therapien, die kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber 40 Tage nach Trauma sah das jetzt zum Beispiel so auf dem Sportplatz aus. 7, ja knapp 7 Wochen eigentlich nach Trauma oder so. Gehen 60 Tage nach Trauma, das war der Captain der Mannschaft, einer Fußball-Oberliga-Mannschaft, also schon relativ weit oben, hat er sein Comeback gegeben und war ein Riesenaufruf, wie kann es sein mit dieser Diagnose, dass er nach 64 Tagen schon sein Comeback gestartet hat im eigentlichen fast Profi-Amateurfußball. Wir hatten nach 3 Monaten circa die Nachuntersuchung, in dem Fall jetzt. Bei Max ist diagnostiziert worden, das vordere Kreuzband ist insgesamt verdickt und Signalintens zur Voruntersuchung finden sich im Verlauf des vorderen Kreuzbandes geradlinig verlaufende Faserzüge und hier zu den Menisken ein Nachweis einer Meniskusruptur. Also eigentlich ein unauffälliger Befund.